Sommer 2012. Es war bis jetzt ja nicht ganz einfacher Jahrgang. Im Frühjahr guter Start mit sehr frühem Austrieb, dann ein etwas feuchterer April und langsamer Wachstum. Die Blüte etwas später wie letztes Jahr, 3 Wochen, also eigentlich ein normaler Jahrgang. Allerdings hat seit der Blüte das Wetter ja nicht unbedingt heldenhaft Sonnen und Wärme und was weiß ich gebracht, sondern sehr oft Kälte und Regen. Und manche Winzer hatten etwas Probleme mit Peronospora. Wir sind zum Glück überwiegend verschont geblieben. Und deswegen wird es Zeit, jetzt im Sommer nicht einfach zurückzulehnen. Normalerweise, wenn die Laubwand oben ist, wird die Laubwand geschnitten. Und dann kann man sich eigentlich so langsam zurücklehnen und auf die Ernte warten. Und seit 2 Dekaden sind wir dabei, die Traubenzone zu entblättern. Danach kommt ja noch die intensive grüne Lese. Bei dieser grünen Lese wird einfach viel Trauben auf den Boden geschnitten, sodass die übrig bleibenden Trauben heranreifen und besseren Wein erzeugen. Deswegen nicht mehr ein einfacher, faulenziger Sommer, sondern seit Jahren immer mit viel Arbeit verbunden und das in der größten Hitze. Allerdings dieses Jahr ist angenehmer und wir haben da etwas kühlere Witterung.